Ihr Lieben, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video, zu meinem neuen Vlog. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe und hoffentlich bleibt ihr bis zum Ende dran. Danke für eure Unterstützung. Ich freue mich über eure Däumchen nach oben und über eure Kommentare. Ja, und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Dienstag. Ja, ich nehme euch mit. Ich bin bei meiner Freundin, bei der Ina in der Stadt Ida Oberstein. Ist wunderschön hier und ich hoffe, wir können euch viel wie möglich mitnehmen, denn wir haben einiges vor, aber wir schauen, ob das auch nach Platz, nicht nach Platz, sondern nach Plan alles läuft. Wir haben jetzt lecker mache ich jetzt fertig. Wir haben jetzt lecker gegessen und ich glaube, ich muss so ein bisschen noch pudern. Oh, ich habe hier Blitz an. Ich muss mal Blitz ausmachen. Mache mich ein bisschen, ein bisschen frisch, ein bisschen pudern und umziehen und dann gehen wir zum Chinesen. Wir gehen dann Chinesisch essen und ich freue mich so schon riesig auf was? Auf Sushi, genau das. Wir haben zwar lecker jetzt gegessen bei der Inna, aber dennoch ein paar Stündchen jetzt vergangen. Wir haben das Essen verdaut, denke ich mir mal, halbwegs. Auf jeden Fall, wir sind reif aufs Neue und ab geht's. Er hat sich hier versteckt. Du sagst, das ist ein Ja, wir sind jetzt unterwegs zum Chinesen. Aber es gab gar keine Parkplätze. Und wir versuchen jetzt was. Beziehungsweise wir haben geparkt. Ich habe ganz, ganz schlecht geparkt. Aber okay. Darf ja keiner wissen und sehen. Ja, und jetzt bin ich ganz gespannt. Ich habe so sehr Sushi vermisst. Ich filme mal meine Männer. Bubble Tea. So ihr Lieben, kein perfektes Licht. Sorry, wir sind jetzt weiter unterwegs. Nichts mit Chinesen. Die Ina sagt, der ist meistens immer schön frei. Aber diesen Samstag ist er einfach voll und wir haben eine Alternative. Zuerst gehen wir jetzt die Burg anschauen. Wie gesagt, es sind einfach mega, mega schöne Aussicht und dann bestellen wir uns etwas nach Hause, ich glaube, oder? Sind wir so geblieben? Ja, wir bestellen Pommes und Pizza und sowas. Dann lassen wir uns einfach nochmal gut gehen. Ja, so ein bisschen hier die Stadt. Die Ina fährt vorne. Ich weiß jetzt nicht, ist der Alexei am Steuer oder nicht? Ja, ich war auch nämlich vorhin am Steuer, aber jetzt haben wir unsere Männer hingesetzt. Das klappt was besser. Die können besser fahren. Genau. Schaut mal her, wie schön. Oh mein Gott, was für eine traumhafte Aussicht. Wir sind verdammt oben. Ja. Geh mal ein bisschen mit. Ja, ich hab so Schiss. Vorsicht, Vorsicht, Kinder. Findest du es schön? Guck mal.
Alexei hier. Na? Also, natürlich sieht man gar nichts vom Schloss, aber dennoch, wir fahren einfach weiter. Wir müssen im Hellen kommen. Im Hellen ist es dann viel, viel besser. Hier ist es dunkel einfach. Wo gehst du hin? Ina? Nein, Nikita, bleib hier. Ja, hier ist schön. Aber sieht man nichts. Sieht man nichts. Jetzt hier noch Pizza bestellen. Sehr, sehr, sehr viel Pizza. Insgesamt 11 Stück sind das. 11 Pizza. Und Pommes. Na, haben wir hier auch noch. Da ist Pommes. 9 Pizzen. Ja, 3. Also die Kinder haben mit jetzt mitgenommen. Die haben die schon ins Zimmer mitgenommen. Ja, wir haben Pizza Hawaii, Pizza Margarita und Pizza Salami bestellt. Und haben aber hier auch noch, achso, und Thunfisch bestellt, genau. Ja, und nebenbei haben wir hier nochmal unser normales Essen. Ja. Ага, а мужик кто-то орёт. Да из-за таких вот проектировщиков, студентов, как вы, которые придут после института. Ага. Тебе не надо. Nein, у тебя вот много у тебя хватит. Вот. Эта фотография упадет. Все. Ого, а потом не достанешь. Тут еще фотография, тут и висит. А здесь не надо, здесь Денисина фотография висит. Guckt mal hier, die Ina hat richtig schön den Tisch gedeckt. Ist noch nicht fertig, sie sagt auch, noch nicht zeigen. Aber ich möchte trotzdem dennoch, es ist sehr, sehr viel. Und die Anna hat sich schon die Gurke geschnappt. Isst du selber. Mmh, lecker, lecker, schmecker, gell? Nein, ist nicht wer. Ist. Nein, nicht zurücklegen. Anna, ess mal. Guck mal, und dann kannst du mit Julia spielen. Anna, тебе на ручки просится. Die Julia ist nämlich die beste Nanny einfach. Ich will das. Hab die Kamera angemacht. Na gut, egal, so bin ich, so wie ich bin. Könnt mich so sehen live. ich wollte sagen, beziehungsweise, was mir aufgefallen ist jetzt gerade bei dem Video, fangen wir jetzt da mal an. Das Video ist leider über 40 Minuten und deswegen werde ich das Video jetzt teilen. Und deswegen gibt es zwei Teile. Das ist Part 1 und Part 2 kommt auch direkt einen Tag nach dem. Ihr habt ja gesehen, wie wir jetzt ne, die schöne Zeit hatten da bei der Ina. Wie wir, es ist einfach herrlich gewesen. Ich bin sprachlos, mir fehlen also die Worte. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und ja, deswegen gab es diesen Teil, wo wir in der Dunkelheit, wo es dunkel war, waren bei dem Schloss oder bei der Burg, meine ich. Und morgen habt ihr dann im Video, wo es dann eben im Hellen bei der Burg jetzt alles abläuft, ein bisschen die Stadt werdet ihr sehen und ja, von jedem ein bisschen. Wir sind natürlich jetzt zu Hause gut angekommen, bin ich auch sehr, sehr froh. 2,5 Stunden, wir sind um 16 Uhr losgefahren und 18.30 Uhr waren wir Punkt in unserem Dorf. Kein Stau, nur ein paar komische Fahrer natürlich,
Das war echt ein bisschen creepy, aber wir haben trotzdem geschafft. Ich habe meinen Mann fahren lassen. Ich war so ein bisschen müde, weil es war doch sehr, sehr, sehr krass anstrengend für einen Menschen, der nicht so Fitness macht, Sport macht. Also ich bin unsportlich und deswegen. Ja, wir haben ja sehr, sehr viel geschafft über der Burg. Wir sind sehr, sehr viel gelaufen. Ich habe überall Muskelkater, wie sonst. Ich glaube, ich stehe morgen gar nicht auf. Aber ja, wir sind alle glücklich und das ist das Wichtigste. Wir hatten wirklich kurze, aber sehr, sehr schöne Zeit. Und hoffe, das klappt auch, dass wir ja, bald wieder hin können. Ich blende euch bei diesem Video am Schluss Fotos ein, damit ihr schon mal so ein bisschen in den Geschmack kommt, was euch morgen dann erwartet. Also morgen erwartet euch dann wieder so ein Stadt, ja, also Ida Oberstein, ne, Video, sagen wir mal so, wo meine Freundin lebt, wohnt und wie schön einfach die Stadt ist. Die Stadt ist einfach reich an alten Geschichten und das ist einfach unbezahlbar tatsächlich. Deswegen sagt Ina, die Leute lassen alles, das meiste lassen sie einfach alles so, wie es ist, weil es einfach tolle Geschichten hinterher hat und sehr viel wert ist. Und deswegen, Leute hängen daran und lassen das einfach so, ne? Und ich finde das auch sowas, also immer wieder klasse. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr schön sowas. Ja, also würde ich jetzt nicht lange euch aufhalten. Ich glaube, morgen das Video wird auf jeden Fall über 20 Minuten sein. Dieses ist ein bisschen kürzer. Morgen über 20 Minuten, weil das doch so ein bisschen mehr Stoff da ist. Ja, ich hoffe, euch allen geht es gut soweit. Und ihr hattet einen wunderschönen Tag. Das ist das Wichtigste. Bleibt gesund. Und dann bis morgen, bis zum neuen Video. Tschüss, ihr Lieben.